Hallöchen, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Strickanleitung von mir und heute geht es um das Tuch, das ihr soeben noch auf dem Foto gesehen habt. Ich verwende hier im Original das Garn Woolly Hux, Sky von Woolly Hux und zwar mit der Farbnummer 38. Das ist ein ganz tolles Aubergine, was Stück für Stück im Farbverlauf zu einem Creme-Weiß wird, aber überwiegend ist es auberginefarbig. Und ich verwende für dieses Tuch insgesamt 2 Knäule. Es hat 100 Gramm pro Knäuel und circa 250 Meter Lauflänge, 100% Baumwolle. Es ist ganz weich und kuschelig, es ist ägyptische Baumwolle und wirklich ganz federleicht. Ich verwende die Stricknadel der Stärke 6,0. Es sollte mindestens Seillänge 80 cm haben, damit die ganzen Maschen auch wunderbar draufpassen, weil es von der Spitze an Stück für Stück in jeder Reihe mehr Maschen werden. Verwenden werde ich später natürlich auch noch Schere und Wollnadel. Und wie immer sei an dieser Stelle erwähnt, wenn euch dieses Video, diese Anleitung gefällt, würde ich mich selber gefällt mir Däumchen freuen. Vielleicht habt ihr ja auch Lust, meinen Kanal zu abonnieren, falls nicht schon längst geschehen. Dann seid ihr immer eine der Ersten, die erfahren, wenn ein neues Video online ist und könnt als eine der Ersten starten. Und wenn mal etwas unklar sein sollte, wenn Fragen aufkommen, könnt ihr diese rund um die Uhr in meiner Facebook-Gruppe stellen. Den Link dazu, den findet ihr in der Infobox direkt unter diesem Video. Dort könnt ihr auch Fotos von euren fertigen Werken nach meinen Anleitungen hochladen. Das gleiche gilt natürlich auch für Instagram, dort bin ich auch zu finden. Und dieses Garn im Original, das Originalgarn in ganz vielen unterschiedlichen, ganz, ganz tollen Farben, findet ihr in meinem Online-Shop, genauso wie auch das restliche Zubehör über einen Link, den ich euch auch in der Infobox unter diesem Video hinterlasse. Dort findet ihr auch den Link zum Download der schriftlichen Anleitung, denn diese Anleitung gibt es nicht nur als Video, sondern auch als schriftliche Anleitung. Wer gerne eben auch mit Textanleitung arbeitet, ist dort sehr gut beraten und aufgehoben. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Es geht los! Dieses Tuch besteht aus insgesamt 8 Reihen, die sich stets wiederholen und in jeder weiteren Hinreihe oder in jeder Hinreihe insgesamt werden Maschen zugenommen, wodurch sich das Tuch dann stets erweitert. Und wir beginnen zunächst mit der Maschenaufnahme. Und zwar nehme ich insgesamt 8 Maschen auf. Also 8 Maschen, mit 8 Maschen wird das Tuch begonnen. So, und jetzt zeige ich euch erst einmal Reihe 1. Und zwar stricken wir zunächst eine Masche rechts. Dann kommt ein Umschlag. 2 Maschen rechts verschränkt zusammenstricken. Eine Masche rechts. 2 Maschen rechts zusammenstricken. Ein Umschlag und eine Masche rechts. Und jetzt die letzte Masche, da stricken wir die Zunahmen und zwar eine Masche rechts. Die Masche bleibt noch auf der Nadel auf der linken. Dann kommt ein Umschlag und dann eine Masche rechts. So wird in den Hinreihen jedes Mal die letzte Masche gestrickt. Also in der letzten Masche werden dann immer in den Hinreihen die Zunahmen gestrickt mit einer Masche rechts, ein Umschlag, eine Masche rechts. Die Rückreihen, also die geraden Reihen 2, 4, 6, 8 und so weiter, die werden durchgehend immer mit linken Maschen gestrickt. Deswegen zeige ich jetzt hier nur die Reihe 2. Weil alles andere ergibt sich ja dann von selbst. Also durchgehend linke Maschen stricken. Und von da an
zeige ich euch dann ausschließlich die Hinreihen. So, das war Reihe 2. Und nun kommt Reihe 3. Reihe 3 wird wie folgt gestrickt. Eine Masche rechts. Danach kommt ein Umschlag. Eine Masche rechts. Und dann drei Maschen rechts überzogen zusammenstricken. Und das bedeutet, wir heben eine Masche rechts ab. Dann stricken wir zwei Maschen rechts zusammen. Wenn sie uns denn ließen. So. Und die abgehobene Masche wird über die gestrickte gezogen. Das bedeutet drei Maschen rechts überzogen zusammenstricken. Eine Masche rechts, ein Umschlag, eine Masche rechts. Dann kommt wieder ein Umschlag und danach zwei Maschen rechts verschränkt zusammenstricken. Jetzt bin ich hier wieder bei der letzten Masche und die wird ja wie immer gleich gestrickt. Eine Masche rechts, die Masche verbleibt auf der linken Nadel, ein Umschlag und nochmal durch die gleiche Masche eine Masche rechts stricken. Und das war Reihe 3. Ich stricke jetzt schnell Reihe 4, das heißt also die Rückreihe mit linken Maschen und dann zeige ich euch gleich, wie es in Reihe 5 weitergeht. So, Reihe 5 wird wie folgt gestrickt. Wir beginnen mit einer Masche rechts und danach zwei Maschen rechts zusammenstricken. Ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag, zwei Maschen rechts verschränkt zusammenstricken, eine Masche rechts, dann zwei Maschen rechts zusammenstricken, ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag, eine Masche rechts. Und die letzte, wie immer, eine Masche rechts, ein Umschlag und eine Masche rechts aus der letzten Masche herausstricken. So, Reihe 7 wird wie folgt gestrickt. Wir beginnen mit zwei Maschen rechts zusammenstricken. Dann zweimal hintereinander eine Masche rechts und ein Umschlag. Also eine rechts, ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag. Danach nochmal eine Masche rechts. Drei Maschen rechts überzogen zusammenstricken. Das bedeutet eine Masche rechts abheben. Zwei Maschen rechts zusammenstricken. Und die abgehobene Masche über die gestrickte ziehen. Dann wieder zweimal hintereinander eine rechts, ein Umschlag. Eine Masche rechts, ein Umschlag. Eine Masche rechts, ein Umschlag. Nochmal eine Masche rechts. Und dann wieder drei Maschen rechts überzogen zusammenstricken. Letzte Masche wie immer, eine rechts, ein Umschlag und nochmal eine Masche rechts. Reihe 8 wird wieder mit linken Maschen durchgehend gestrickt und das sind auch schon die 8 Reihen, die sich dann stets wiederholen. Also wir beginnen dann gleich wieder bei Reihe 1 und stricken dann weiter. Ich stricke jetzt erstmal die Reihe 8 zu Ende und dann erkläre ich euch gleich noch was dazu, wie es fortlaufend dann weiter gestrickt wird.
So, also ich wäre jetzt wieder beim Anfang. Das, was ich eben in Reihe 1 gestrickt habe, müsste ich jetzt wiederholen und dazu erkläre ich euch jetzt noch mal ein bisschen was. Also Reihe 1 wird immer begonnen mit einer Masche rechts. Und das, was sich dann die komplette Reihe danach immer wiederholt, hintereinander weg, ist ein Umschlag, zwei Maschen rechts verschränkt zusammenstricken, eine Masche rechts, zwei Maschen rechts zusammen, ein Umschlag und eine Masche rechts. Das wird immer hintereinander weg wiederholt. Die letzte Masche immer eine Masche rechts, ein Umschlag, eine Masche rechts. Das brauche ich ja, glaube ich, nicht nochmal wiederholen. Das Muster, also das ein Umschlag, zwei Maschen rechts verschränkt, eine Masche rechts, zwei Maschen rechts zusammen, also zwei Maschen rechts verschränkt zusammen, eine Masche rechts, zwei Maschen rechts zusammen, ein Umschlag, eine Masche rechts. Das wird so lange wiederholt, bis ihr hier hinten bei der letzten Masche angekommen seid. Das wird nicht jedes Mal immer komplett aufgehen. Das kann sein, dass ihr dann zwischendurch, dann, wenn ihr wieder bei dieser Reihe 1 ankommt, dann nur noch zu Beginn dazu kommt mit einem Umschlag und zwei Maschen rechts verschränkt zusammenstricken. Dann macht ihr das und danach dann immer die letzte Masche wie gewohnt. Das gilt natürlich dann auch für alle anderen Reihen. Reihe 3 erkläre ich auch nochmal. Wird immer begonnen mit einer Masche rechts, immer die Anfangsmasche, und danach folgt immer im Weg, also immer hintereinander weg, ein Umschlag, eine Masche rechts, drei Maschen rechts überzogen zusammenstricken, eine Masche rechts, ein Umschlag, eine Masche rechts. Solltet ihr dann mal, so wie ich es hier am Anfang hatte, bei Reihe 3, wenn das hier aufhört wenn das hier aufhören würde, mit drei Maschen rechts überzogen zusammenstricken, ihr habt aber nur noch zwei Maschen übrig, dann werden die immer als zwei Maschen rechts verschränkt zusammengestrickt, damit ihr da nicht ins Tüdeln kommt. Und die letzte Masche dann, ja, wie gesagt, wie gewohnt. Reihe 5 beginnt auch immer mit einer Masche rechts und danach folgt immer hintereinander zwei Maschen rechts zusammen, ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag, zwei Maschen rechts verschränkt zusammen und eine Masche rechts. Das wiederholt sich dann bis hier hinten hin. In Reihe 7 wird immer begonnen mit zwei Maschen rechts zusammenstricken und dann danach folgt immer im Wechsel eine rechts, ein Umschlag, eine rechts, ein Umschlag, eine rechts. Und dann drei Maschen rechts überzogen zusammenstricken. Dann wiederholt sich das hier die ganze Zeit in der Reihe. Und wie ich sagte, wenn hier nur noch die letzten beiden Maschen übrig bleiben und ihr müsstet dann theoretisch drei Maschen rechts überzogen zusammenstricken, werden die immer als zwei Maschen rechts verschränkt zusammengestrickt. Weil die muss ja immer für die Zunahme in den Hinreihen übrig bleiben. Mit einer Masche rechts, ein Umschlag, eine Masche rechts. Ich hoffe, ich habe euch da jetzt nicht zu sehr durcheinander gebracht. Ich kann leider nicht jede Reihe bis zum Finale des Tuches in diesem Video erklären, weil sonst würde das Video unendlich lang werden, beziehungsweise wir hätten nachher, ich weiß nicht, 10, 20 Teile. Und das würde sich dann keiner mehr angucken. Wenn ihr euch unsicher seid, wie es in jeder einzelnen Reihe weitergeht. Ich habe ja die schriftliche Anleitung zum Download zur Verfügung gestellt. Die bekommt ihr über den Link in der Infobox unter diesem Video. Dort habe ich jede einzelne Reihe aufgeführt, bis zum Ende des Tuches. Also wenn ihr euch unsicher seid, das so nach dieser Erklärung hier im Video weiter zu stricken, fahrt ihr auf der sicheren Seite, wenn ihr euch die schriftliche Anleitung besorgt, die ich euch zur Verfügung stelle. Und dort ist ja, wie gesagt, jede Reihe drin. Und ich werde jetzt erstmal weiter stricken, bis ich zum nächsten Arbeitsschritt komme. Und dann schalte ich mich wieder zu euch rein und zeige euch, wie es weitergeht. So, ich habe, wie ihr unschwer erkennen könnt, in der Zwischenzeit einiges vorgestrickt und weitergestrickt, und ich wollte euch noch mal ein paar Erklärungen hinterlassen, wenn es darum geht, wenn ihr jetzt nicht unbedingt mit einem Bobbel strickt,
sondern mit dem Originalgarn Sky, wie ihr das dann mit dem Übergang macht, weil ich ja mit zwei Knäueln gestrickt habe oder stricke und wie das dann ist, wenn das eine aufhört und das andere anfängt, weil das eine, die eine Seite beginnt ja bei dem dunklen Aubergine und endet dann bei einem Cremeweiß. Stück für Stück ist ja dieser Farbübergang und hier sieht man das auch, Stück für Stück geht es von der einen Farbe zur nächsten und ich habe ja angefangen mit der Außenseite zu stricken und wenn ich dann oder als ich dann zu dem Ende hier gekommen bin, bei dem Cremeweiß, bei dem ersten Knäuel, habe ich genau dort bei dem zweiten Knäuel weitergemacht. Das heißt also, das erste habe ich von außen abgewickelt und das zweite Knäuel, das habe ich aus der Innenseite dann genommen. Da muss man ein bisschen mit dem Finger reinprokeln, bis man das Fadenende hat und ein paar Meter wahrscheinlich auch rausziehen und das dann anknoten und dann eben von der Innenseite nach außen das Ganze abstricken. Denn sonst bekommt man einen recht harten Farbcut. Und das sieht dann manchmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus. Und ich habe es lieber, wenn die Farben fließend sind und nicht so ein knallharter Cut da reinkommt. Wenn jetzt zum Beispiel von der hellen Farbe ganz radikal mit der dunklen es weitergeht. Also wenn ich jetzt beide Knäule von außen abgestrickt hätte. Und so ist das halt eben fließend. Das eine geht vom Dunklen ins Helle und das andere vom Hellen ins Dunkle. Einmal dieser Farbwechsel. Und so ist es am einfachsten und man bekommt einen fließenden Übergang hin zwischen den beiden Knäueln. Wie ihr seht, habe ich jetzt so viel weggestrickt, dass es jetzt nicht mehr für weitere Reihen oder für den kompletten Mustersatz reichen würde. Ich habe jetzt hier bis einschließlich Reihe 204 gestrickt. Und jetzt geht es darum, die Maschen abzuketten. Ich verwende, seitdem ich die Technik gelernt habe, am liebsten immer das elastische Abketten. Das geht ein klein bisschen anders als das normale Abketten. Wenn man das normale Abketten verwendet, das heißt zwei Maschen rechts strickt und die erste über die zweite einfach rüberzieht, dann entsteht so eine recht steife, feste Naht. Und angenehmer ist es natürlich, wenn alles etwas elastischer ist. Und deshalb verwende ich jetzt immer das. Das heißt, ich beginne auch hier mit zwei Maschen rechts stricken. Und ich gehe mit der linken Nadel durch beide Maschen hindurch und hole nochmal den Faden mit der rechten Nadel und ziehe sie durch beide Maschen und dann kann ich beide Maschen von der Nadel gleiten lassen. Und ab jetzt wird immer nur eine Masche rechts gestrickt, dann mit der linken Nadel durch beide Maschen, mit der rechten nochmal den Faden holen, durch die Maschen ziehen und fertig. Dann die nächste Masche rechts abstricken und das geht jetzt die ganze Zeit so weiter, bis ich bei der letzten Masche angekommen bin. Mit der linken Nadel durch beide Maschen gehen, mit der rechten nochmal den Faden holen und fertig. Und das mache ich jetzt, wie gesagt, die ganze Reihe lang, bis alle Maschen bis auf die letzte abgekettet sind. Und dann zeige ich euch gleich, wie es weitergeht. So, ich habe bereits jetzt alle Maschen abgekettet und nur noch die letzte Masche auf der Nadel. Und den Faden habe ich bereits abgeschnitten. Ich lockere jetzt mal die Masche, ziehe die Nadel raus und dann kann ich den Faden durch die Masche hindurchziehen und fest anziehen. Und jetzt müssen wir noch Anfangs- und Endfäden vernähen. Hierfür benötigen wir die Wollnadel. Und ich mache hier nochmal einen Doppelknoten, das mache ich auch beim Anfangsfaden natürlich so, damit er sich nicht mehr löst. Und dann drehe ich das Ganze auf die Rückseite. Wir müssen den Faden ja noch vernähen und das machen wir, indem wir durch einige Maschen hindurchstechen und auch mal durch den Faden selber hindurch. Auf diese Weise arbeiten wir den Faden auf der Innenseite oder auf der Rückseite viel mehr ein, damit er sich nicht mehr loslösen kann. Und auch mal in unterschiedliche Richtungen.
Wenn ihr das dann auch ein paar Mal gemacht habt, dann könnt ihr den Faden abschneiden, mit dem anderen Faden natürlich auch noch so machen, den Faden verknoten und vernähen und dann ist euer neues Tuch fertig. Hier mit einem ganz, ganz tollen, wunderschönen Muster im Lace-Stil, asymmetrisch von der Form her. Und ja, ich hoffe, es hat euch soweit Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr seid gut mitgekommen und ja, dass ihr auch so ein wunderschönes Tuch euch stricken könnt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nacharbeiten. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Und bis dahin wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachstricken. Bis zum nächsten Mal, eure Romy. Tschüss.